Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem womöglich wichtigsten Video aus Prag. Und zwar über das 100% Kangama. Es haben so viele Leute danach gefragt, so viele Leute mit mir mitgefiebert. Bereits seit Oberhausen weiß jeder, dass ich auf 100% Kangama-Jagd bin. Nur deswegen bin ich nach Prag gefahren. Also hauptsächlich. Es gab noch ein paar andere Gründe und dann natürlich mit den Jungs chillen und so, aber das war mein großes Ziel. 100% Kangama. Sah relativ schlecht aus. Ich wusste nicht mal, ob Kangama gescannt wird, weil es kam die ganze Zeit gar nichts rein. Nicht mal 98% oder so. Aber dann, endlich kam es rein. Zeige ich euch gleich. Aber wie immer, danke an alle, die mitgefiebert haben. Jedes Mal, wenn ich jemanden getroffen habe, erste Frage natürlich Foto. Zweite Frage, ob ich das 100% Kangama endlich bekommen habe. Viele Leute haben es mir gegönnt. Bestimmt auch ein paar, die nicht gönnen. Aber so viele, die ich getroffen habe, wollten unbedingt, dass ich habe. Und auch natürlich wieder, wo der gerade gespawnt ist, den ich euch gleich zeige. Direkt ein paar Nachrichten bekommen auf WhatsApp, Instagram, Facebook und so, überall habt ihr mir Bescheid gegeben. Das freut mich wie immer. Danke dafür und jetzt seht ihr das Kangama. Und mal schauen, ob ich es bekommen habe. Wir haben 29, ja, das können wir aufholen. Es ist soweit, Leute. 100% Kangama. Level 1. Nur noch 13 Minuten da. Warum 14 Minuten hin? Warum 14 Minuten hin? Schauen wir mal. Es liegt in Tatis Händen. Kangama! Und im Verkehr. Oh mein Gott. Hatte ich leider jetzt schon. Hong, bester voll. YouTuber! Shoutout an meinen größten Fan, Alex. Wir sehen uns beim Kangama, hoffentlich. Gänzt. Spiel, Tati. Er ist im Spiel. Hast du neu gestartet jetzt? Noch nicht. Nein, nein. Ein bisschen noch. Es hat alles geladen, Mann. Das stoppt alles. Aber dein Bein ist das leer. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis es lädt. Oh mein Gott, Tati. Sorry. Fuck. Nein, Mann. Ja. Nein, ist weg. Es tut mir leid, Tati. So, ich habe mein Kangama bekommen. Zwar nur Level 1, aber immerhin. Wir konnten uns dann nicht wirklich freuen, weil nicht jeder hat es bekommen. Tati leider nicht. Ist nicht rechtzeitig wieder ins Spiel gekommen, weil sein Handy als Navi benutzt wurde. Und dann, als wir da waren, es war sehr, sehr knapp. Er hat 2-3 Minuten gut gemacht, weil der kam rein. Da waren wir 2-3 Minuten im Verzug. Und zuerst hat ein Kollege, der Dennis, bei seinem Navi nachgeschaut, wie lange. Und eigentlich war das nicht mehr machbar. Dann habe ich bei meinem nochmal nachgeschaut, weil bei ihm ist irgendwie immer 2 Minuten länger. Und dann haben wir uns gedacht, scheiß drauf, riskieren wir es. Tati macht das schon und er hat es auch geschafft. Nur leider dann ist er nicht mehr reingekommen. Dementsprechend einer der geilsten Momente für mich. Aber leider einer der leidendsten Momente für Tati. Aber das Gute, er ist noch ein Kangama reingekommen. Sogar Level 30, also was richtig cool ist. Level 1 und Level 30. Und ob wir den bekommen haben, seht ihr jetzt? Welche Julian? Ja, es geht Julian. Julian halt. Ah, ist auch da, oder? Ja. So, ja, ich hab an. Echt jetzt? Ich hab gerade Pause gemacht. Gesehen bis jetzt? Bisschen was ja, gekauft. Ja, nicht. Ein paar Sandwiches, ich hab mir 5 Energy Drinks gekauft. Von hier der Sorte 1. Da ist noch ein 100% Kangama gespawnt. Diesmal Level 30. Zweite Chance für Tati. Hoffentlich bekommt er es diesmal. Aber es ist wieder relativ knapp. 23 Minuten noch da. 20 Minuten brauchen wir hin. Schauen wir mal. Besser als letztes Mal. Aber guck mal, das scheint endlich gut. Was denn? Was denn? Die Fake Panther oder was? Ich schütze dich. Deswegen nehme ich sowas nicht. Also jetzt knapp war das, davor war eins knapp. Ja, ja, das ja, war nicht so. Das war echt knapp, weil wir mussten auch. Hallo, ich mach ein bisschen Action für die Videos. Ja, okay. Das soll spannend klingen. Leute, es ist echt knapp. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Das ist echt knapp, Leute. Ich hab Essen alles beiseite gelegt. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Rechts, rechts. Aber das ist doch hier, oder nicht? Da wo die stehen, hier müsste es ja. Ich habe kein GPS. Da wo die stehen, auf der anderen Seite. Hier ist es. Ist es der? Warte mal, 2100? Das muss so sein, aber ich habe kein GPS. Mein Gott. Ja, das ist ja hier. Hier oder? Starte neu, du hast 2 Minuten. Eine Nein, Minute. Nein, ich bin im Ding. Ich bin auch nicht da. Ihr habt noch 1,5 Minuten. Es ist hier gespawnt, genau neben mir. Ja, was heißt genau neben dir? Oh mein Gott, ich habe ihn noch. Ja, das ist genau bei uns, links von uns. Hier. Der ist nix. Mein Gott, scheiße, Tati. Ich krieg sogar eine Scheiße in die wieder hin, Mann. Ja. Ja. Das gibt's doch nicht, Mann. Fuck.
Du musst doch jetzt kommen, Digga. Ja. Fahr mal in die linke Spur. Egal, fahr und bleib dort stehen. Scheiß drauf. Alter. Du hast noch eine Minute. Fahr mal rüber, Tati. Wir haben Zeit. Ja, ja, ja. Alter, der ladet bei dir nicht. Doch, der ladet. Der ladet. Doch, man, bei mir du hast noch eine Minute, Mann. Das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Hier, genau hier. Muss sein. Ja. Wo, hier, oder? Hier, genau. Wo alle hier stehen, das müssen wir schaffen. Genau hier. Hier. Genau hier. Ja. Geradeaus noch. Ja, wo jetzt? Ja, warum kommt der denn nicht, Mann? Ja, ganz kurz. Wir haben noch. Der kommt bei mir nicht, Mann. Alter. Du hast kein Soft-Ding, Shadowban oder so, gell? Mit Kangama, ja, wo alle sind. Oh mein Gott, nicht. Warte mal. Ich mein Gott. Nicht, dass ich den. Nein, warte. Ihr habt's noch ein bisschen. Oh mein Gott, der eine kotzt gleich. Tot. Vor Freude. Ich hab den geklickert. Hast du geklickert? Tot, ich hab das Ding hier ausgemacht. Ich hab das Ding ausgemacht, Mann. Fuck. Ey, heute ist ein scheiß Tag, Mann, ohne Witz. Ey. Ich kann ausflippen, Mann. Ich hab das zu spät ausgemacht, sonst hätte ich ihn bekommen, Alter. Okay, bei mir spawnt einfach nichts. Oh. Er ist schon weg. Alex. Ja, jetzt ist er weg. Ich hab doch ausgemacht, Mann. Viel zu spät, Alter. Da ist er, Mann. Da. Das Leiden. Das hätte ich nicht bekommen. Der ist gleich gespawnt, Mann. Ja, sorry, echt hat die, Mann. Nein, das gibt's nicht, ey. Ihr seht schon, das war echt richtig leidend. Erstmal eine Schweigeminute für Tati, der beide 100% Kangama nicht erwischt hat. Das erste, wie gesagt, ist er nicht rechtzeitig ins Spiel gekommen. Das zweite hat er gerade mit dem Gacha weggeklickert. Er dachte, er hätte es ausgemacht. Beziehungsweise er dachte, er hätte noch Zeit, bis wir zum Kangama ankommen und es davor ausschalten können. Aber es war schon direkt nach dem Tunnel da. Das Gacha, habe ich in meinem Video erzählt, reagiert ein bisschen schneller sogar. Und hat es einfach direkt weggeklickert, Level 30, bleibt natürlich nicht drin, mit einem Pokéball, ein Versuch. Richtig, richtig leiden für ihn, mein Beileid. Für mich und die anderen, richtig saftig, wir haben einen Level 1er und einen Level 30er. Aber wie gesagt, man kann sich nicht richtig freuen, vor allem bei Tati, der hat es am meisten verdient, eigentlich richtig krass. Und richtig leiden, dass er es nicht bekommen hat. Ah, das ging da richtig krass ab, ungelogen. Ihr habt es, glaube ich, im Video kurz mitbekommen, einer hat so richtig hart geschrien. Einer musste sogar kotzen vor Aufregung, vor Freude, als ich darüber geschaut habe. Also war richtig cool. Zwei Kangamas, beide erwischt. Die hätten wir auf gar keinen Fall erwischt, hätten wir im Zentrum gechillt. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung diesmal getroffen. Ich habe gesagt, diesmal schaffe ich es. Und ich bin so froh, so erleichtert, dass ich es endlich geschafft habe. Sprich, der nächste Regionale kann kommen. Nächstes Event, mir egal. Kann jetzt Pogenta oder Kokason oder Skagabon kommen. Kangama geschafft. Aber das war's. Pushen werde ich die nicht, weil erstens Level 1 und Level 30 ist ziemlich cool. Zweitens habe ich jetzt schon den Trostpreis gepusht als Bestrafung. Aber das war's. Immer liken, subscriben, kommentieren. Und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den auch bekommen habt. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch viel Glück in Amsterdam, Amstelveen. Die letzte Chance für einen 100% Kangama. Außer ihr fahrt nach Sydney oder so, Australien halt. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und ein Like für Tati und seine Leiden.